Secrets. Ja, ihr seht an meinem Outfit, früher konnte ich anziehen, was ich wollte. Heute ist es mittlerweile so weit, dass meine Kids mir sagen, was ich anzuziehen habe. Deswegen Star Wars. Und ja, ist auch in Ordnung. Hält jung, wenn man so ein jugendliches T-Shirt trägt. Allerdings, was mich an T-Shirts oft total nervt, sind diese Ausschnitte. Ja, dieser ätzende, halsnahe Kragen, die sind einfach nicht schön und sehen doof und langweilig aus. Und deswegen pimpe ich meine T-Shirts immer. Und jetzt hat mir kürzlich eine Stylistin gesagt, das ist ja eine super Idee. Und ich dachte so, ehrlich, ist für mich so glasklar. Und dann, ich erzähle euch das einfach mal. Vielleicht seid ihr bis jetzt noch nicht auf die Idee gekommen. Zum Beispiel, also hier ist der Beweis, das war nicht so sexy hexy, sondern das war tatsächlich so ein ödes T-Shirt. Ganz günstig. Und jetzt habe ich in meinem Lieblingsschmodderladen, ich weiß, politisch unkorrekt, Primark. Ja, ich weiß, Shitstorm mich, aber ich finde es super. Habe ich dieses Daisy Duck Teil in Glitzer gerissen für 16 Euro. Ich würde es jetzt so nicht anziehen, weil ich es einfach langweilig finde. So halsnah und mit so Bündchen. Deswegen, alles was man braucht, um ein Couture-Stück, ein Einzelstück, ein Designerteil dazu daraus zu machen, ist eine Schere. Muss noch nicht mal eine Stoffschere sein oder so. Möglichst vielleicht eine größere, die einigermaßen gut schneidet. Dann bricht man sich nicht so einen ab. Und jetzt geht's los. Das Teil auf den Tisch legen, auf den Schneidertisch. Und ich wünsche mir jetzt hier ein dezentes, breites V und fange an mit einem Mittelschnitt. So, zack, einfach Pi mal Daumen, was so ungefähr die Mitte ist. So tief soll es sein. Das kann man danach natürlich auch noch ein bisschen vertiefen. Das ist der erste Streich. Und jetzt geht es weiter, dass ich das ganze Bündchen abschneide, indem ich erstmal einen kleinen Schnitt hier an der Seite. Ich gehe dann immer gerne weit raus, damit es schön weit ist. Der Ausschnitt. So, jetzt schneide ich hier oben ein klein bisschen ein, stecke meine Schere hinein. Dann schneide ich hier zügig Richtung meinem Mittelsteg hier. So, der ist jetzt noch nicht. Ist der noch dran? Nee, ist schon ab. Mach genau auf der gleichen Seite. Mache ich das auf der anderen Seite. Blödsinn, auf der anderen Seite mache ich genau das gleiche. So, ungefähr wie nur Daumen. Das hat jetzt keinen Anspruch auf Symmetrie, fällt nachher eh nicht mehr auf. So. Und jetzt geht es einfach da so im Bogen. Ich glaube, das ist hier, die Seite ist jetzt etwas runder. So, jetzt habe ich den vorderen Ausschnitt schon, der wird sich nachher so rollen, wird aber nicht ausfransen. Ich habe das schon bei, ach, naja, 50 T-Shirts gemacht. So. Und jetzt fange ich an den Rücken, den schneide ich nicht ganz so tief, weil sonst kriegt man nachher noch einen kalten Nacken. Den schneide ich dann mehr so relativ gerade hier rüber. So. Jetzt gucke ich mir das an, ob es einigermaßen so ist. Ich glaube, ich möchte es gerne noch ein bisschen tiefer haben hier auf der Seite. Dann justiere ich das noch ein bisschen nach. Zack. Kann auch fransig sein. Das rollt sich, wie gesagt, nachher so ein bisschen auf. Zuck, 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 zuck. So, jetzt ist es doch eher ein runder Ausschnitt geworden. Und wer jetzt zum Beispiel auch keine Bündchen mag, kann die auch noch schnell abschneiden oder so ein Hüftbündchen weg damit. Je nach Gusto. Ich stülpe es jetzt mal über, dann seht ihr den Effekt. Ta-ta-ta-ta! Und schon sieht das Ganze schick aus. Also ich würde damit jetzt nicht unbedingt in die Disse gehen. Aber ich finde, das ist einfach der schönste Bereich am ganzen weiblichen Körper. Egal, ob man jetzt 50 Kilo oder 100 Kilo wiegt. Dekolleté, so hier, das sieht einfach toll aus. Und der Hals liegt frei. Und ja, so ist jedes öde T-Shirt schnell gepimpt. Und ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kleinen Tipp, mit dieser winzigen Idee ganz viel Input geben, wie du auch langweilige T-Shirts wieder anziehst, recycelst und ja, aus dem Schrank holst und denkst, ja, so ziehe ich es auch wieder an. Ein Kuss, deine Sonja. Tschüss.